Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 666 Flake. Im heutigen Video gucken wir uns zwei Karten ein bisschen genauer an und die allererste ist diese hier, der Ghostrick Ghoul. Er erscheint in Shadow Specters und ist unsere Sneak Peek Promokarte, die also jeder bekommen wird, der am Sneak Preview teilnimmt. Ghostrick Ghoul, Finsternis Zombie, 3 Sterne, 1100 Angriff, 1200 Defense. Kann nicht normal beschworen werden, es sei denn, man kontrolliert ein Ghostrick Monster. Einmal pro Zug kann man diese Karte in verdeckte Verteidigungsposition flippen, also wie bei allen Ghostrick-Karten. Und einmal pro Zug während der Main Phase 1 kann man ein Ghostrick-Monster wählen und seine Angriffspunkte werden zum kombinierten Original-ATK von allen Ghostrick-Monstern, also man rechnet quasi alle ATK-Werte zusammen und das Monster erhält dann die Summe von diesen ATK-Werten, ist aber auch dann das einzige Monster, was angreifen kann und hat die Angriffswerte auch nur bis zur gegnerischen Endphase. Trotzdem recht netter Effekt für das Deck, denke ich mal. Sehr cooles Artwork hier auf jeden Fall auch. Der Ghostrick Ghoul gefällt mir sehr gut. Je nachdem, wenn man Interesse hat, ein Ghostrick Deck zu bauen, sollte der dann, denke ich mal, integriert werden. Und die zweite Karte, um die es heute hier noch gehen soll, ist der Six Sense. Einige werden schon gelesen haben oder mitbekommen haben, Six Sense erscheint im Joey Pack, was jetzt bald rauskommt. Ist eine normale Fallenkarte. Und wenn man sie aktiviert, ist ganz einfach so, benenne zwei Zahlen zwischen 1 und 6, dann wirft dein Gegner einen sechsseitigen Würfel und falls das Ergebnis eine der benannten Zahlen ist, ziehst du so viele Karten. Lege andernfalls eine Anzahl oberste Karten von deinem Deck in Höhe des Ergebnisses auf dem Friedhof. Also totally retarded, muss ich sagen. Man aktiviert sie, sagt 5 oder 6, würfelt man eine 5 oder 6, darf man 5 oder 6 Karten ziehen. Totally broken und wenn es dann eine 1, 2, 3 oder 4 werden sollte, mildt man halt diese Anzahl vom Deck. Ich würde mal sagen, nicht schlecht für Dragon Ruler und Lightsworn die Karte. Ja, und wie ihr sehen könnt, ist sie ja auch schon bei eBay in der Vorbestellung drinne. Lauscher, 5x die 0, hat sie hier drinne für 69,95. Echt crazy. Sechster Sinn, sehr, sehr geile Karte und die wurde direkt hier von Konami Emergency Limited. Das heißt, wenn sie rauskommt, ist sie direkt auf 1. 3 wäre auch schon richtig krank. In Japan war sie, glaube ich, eine Woche lang erlaubt und dann sofort verboten. Also, wenn die hier bei uns ist, denke ich mal, wird sie es wahrscheinlich nur bis zum 31. Dezember machen und dann gleich auf der Liste landen. Aber da können wir uns mal überraschen lassen. Auf jeden Fall sehr, sehr geil hier. Six Sense, wenn ihr den abgreifen könnt, tut das auf jeden Fall. Ich hoffe, der Wert sinkt hier noch ein bisschen, dass es irgendwann mal realistisch wird, sich dann noch eine von zu bestellen. Ja, und ansonsten hier, Ghostrick Ghoul. Das war's für heute, YouTube. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt wie immer dran. Euer 666 Flake.